Wir schauen uns in diesem Video die Level 15 Spielerwahl der Season 5 genauer an. Welche der Karten sollte man am ehesten nehmen? Wir gucken uns zunächst die drei Karten einzeln etwas genauer an und geben dir am Ende des Videos ein kleines Fazit. Los geht es mit Obafemi Martins. Er kommt aus Nigeria und spielt in der chinesischen Liga. Er hat 3 Sterne Skills sowie 4 Sterne Weakfoot. Die Arbeitsraten sind bei ihm gut. Insgesamt hat er ziemlich starke Werte für einen Stürmer. Er ist ziemlich schnell, hat dazu gute Schusswerte und mittelmäßige Passwerte. Beim Dribbling ist die Beweglichkeit und die Balance nochmal richtig stark. Dazu kann er ganz gut köpfen, hat eine gute Stärke und eine solide Ausdauer. Er hat schon genug Tempo, deshalb passt bei ihm ein Marksman perfekt. So sieht er echt ziemlich stark aus. Bis auf Icon Okocha hat Martins keinen wirklichen Stronglink. Jedoch gibt es aus der chinesischen Liga echt ein paar sehr nice Karten, wie zum Beispiel der neue Paulinho oder auch Texera. Es gibt aber auch starke Nigerianer, wie zum Beispiel Ndidi oder die neue Foot Birthday Karte von Simon. Und Martins lassen sich bestimmt nice Teams bauen. Vergleichbare Werte hat zum Beispiel Bibu Road to the Final, der kostet 45.000. Aus der chinesischen Liga gab es mit Bakambu auch schon mal eine Spielerwahlkarte, die sieht insgesamt etwas ähnlich aus. Ansonsten gibt es hier auch noch Taixera Hero für 30.000, dieser ist aber nochmal klar schlechter. Kommen wir jetzt zu Gomez. Er spielt in der portugiesischen Liga, hat 4-Star-4-Star, die Arbeitsraten könnten etwas besser sein. Seine Werte sehen für die 10er Position sehr gut aus. Hier hat er vor allem viel Antritt, die Schusswerte sind nicht ganz optimal, dafür sehen die Passwerte aber insgesamt ziemlich solide aus. Richtig stark ist bei ihm auch wieder die Beweglichkeit und die Balance, ansonsten könnte die Stärke bei ihm etwas besser sein, die Ausdauer ist noch in Ordnung. Bei ihm macht ein Hunter total Sinn, so wird das Tempo nochmal richtig geboostet und vor allem die Schusswerte. Aus der portugiesischen Liga gibt es bisher leider nicht ganz so viele starke Karten, wenn dann vielleicht noch PP. Jedoch ist die Karte wirklich interessant, da er Engländer ist. So kann man ihn zum Beispiel mit Rashford oder auch anderen Engländern verbinden, die nicht unbedingt in der Premier League spielen. Ähnliche Zehner sind zum Beispiel Brandt, Rose of the Final für 130.000. Und als Engländer gibt es auf der Position zum Beispiel Madison in Form für 60.000. Der ist nochmal ein Tick schlechter, vor allem beim Tempo. Etwas besser hingegen ist dafür Barnes Future Star für 320.000. Mit Fuso bekommt man dann nochmal einen klassischen Flügelspieler. Er spielt in der zweiten englischen Liga, hat 4 Sterne Skills und leider nur 3 Sterne Weakfoot. Die Arbeitsraten bei ihm sind perfekt. Er hat ein sehr gutes Tempo, mit 87 Abschluss gute Schusswerte. Das Passen könnte auch bei ihm etwas besser sein. Ansonsten hat er noch 99 Beweglichkeit, was natürlich stark ist, eine gute Ausdauer und mit 78 einen akzeptablen Stärkewert. Bei ihm macht ein Marksman dann wieder Sinn, um Schuss, Dribbling und die Stärke weiter zu pushen. Fuso ist die einzige Karte der Spielerwahl, die einen richtig starken Stronglink hat, und zwar zu Henri aus der Meilenstein-Aufgabe. Die können zusammen eine richtig nice linke Seite bilden. Ansonsten gibt es aus der zweiten englischen Liga mittlerweile echt viele starke Karten durch die 2 Meilenstein-Aufgaben und auch einige SBCs. Es gibt aber auch andere starke Spieler aus Ghana, wie zum Beispiel Partey oder der neue Inform von Kudus. Kommen wir zu ähnlichen Spielern. Durch verschiedene Spieleraufgaben und anderen Objectives bekommt man oft diesen Spielertyp wie Fuso. Auf dem Markt gibt es auf dem linken Flügel zum Beispiel noch Carrasco Inform für 80.000, dann der neue Simon Foot Birthday für 30.000 und aus der Liga gibt es noch mit Sinclair einen ähnlichen Spieler aus der Meilenstein-Aufgabe. Kommen wir zum Fazit. Bei dieser ersten Spielerwahl ist es immer schwer zu sagen, wer wen nehmen sollte. Jeder hat bereits andere Spieler zum Verlinken oder vielleicht auch bereits ähnliche auf der Position. Fuso ist vor allem interessant wegen dem Stronglink zu Henry. Ihn kannst du nehmen, wenn du bereits viele aus der zweiten englischen Liga hast, wobei es eben auch hier Sinclair auf der gleichen Position gibt. Generell bekommt man diesen Spielertypen, wie gesagt, ziemlich oft bei jeglichen Spielaufgaben und so weiter. Schon etwas interessanter ist Martins. Ihn kannst du gut nehmen, wenn du bereits einige aus der chinesischen Liga hast. Außerdem gibt es hier gerade mit Paulinho und auch mit Simon nice Links. Er eignet sich dazu wahrscheinlich am besten als Sub. Gomez ist für Teams wahrscheinlich am interessantesten, da er Engländer ist. Hierdurch gibt es einfach deutlich mehr Auswahl. Dazu gibt es auf der 10 aus England eigentlich nur Madison, der nicht ganz so starke Werte hat, oder den teuren Barnes. Ihn kannst du also gut nehmen, wenn du bereits einige Engländer hast. Was ist deine Meinung? Welche der drei Karten wirst du am Ende nehmen? Schreib uns das gerne in die Kommentare. Lass jetzt noch ein Like und ein Abo da, wenn dir das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.